Hallo liebe Freunde des gepflegten Dampfens und alle, die es werden wollen. Ja, der Mighty ist ein super Vaporizer. So rum gehört er. Der super guten Dampf macht, wo ich auch sonst sehr begeistert bin. Aber es gibt einen Nachteil, den ich ja auch in meinen Review zum Mighty von Sturz und Bickel erwähnt habe. Einen kleinen Nachteil, der jetzt nicht entscheidend ist, den will ich aber erstmal noch nennen. Hier diese untere Seite ist relativ rund geformt. Das Gerät steht zwar, aber nicht sehr stabil. Man muss es also am besten wo anlehnen, wenn man auffüllt die Kräutern in diese Kammer hier. Das verstehe ich nicht, warum man das hier nicht ganz eben gebaut hat, sodass er relativ standfest ist. Das ist ein kleiner Nachteil. Die gute Nachricht, es gibt jetzt eine Lösung für dieses Problem. Das ist die Lösung für dieses Problem. Dieses kleine, unscheinbare Teil. Es ist ein Standfuß für den Mighty. Und das klicke ich hier einfach so ein. Ich komme weiter hier an meinen Stromzugang. Hier unten kann ich weiterhin hinausziehen. Füllhilfe, den Stopfer, aber der Mighty steht plötzlich. Und zwar, wie ihr seht, hier sogar auf einer schrägen Wurzel im Wald oder einen abgesägten Baumstumpf und noch viel besser auf jeden Tisch oder sonstigen wirklich ebene Fläche. Ja, diese Standfläche hier unten macht ihn sogar so stabil, dass ihr obendrauf auch noch einen Wasserfilter drauf montieren könnt und ihn trotzdem ohne Bedenken irgendwo hinstellen. Ich hoffe, dieses kleine, feine Teil kann euch auch helfen. Wenn ja, dann klickt hier irgendwo auf einen Link. Und ich wünsche euch immer gut Dampf. Hier und hier. Bis zum nächsten Mal.